الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، Allah spricht im Koran subhanahu wa ta'ala: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi 'ulah spricht über den Gesandten Allah sallallahu alayhi wa sallam und lobt seinen Gesandten sallallahu alayhi wa sallam. Sinngemäß sagt Allah subhanahu, dass er Muhammad sallallahu alaihi wasallam alles Gnade, Barmherzigkeit für die Welten entsandte. Das heißt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde von Allah subhanahu wa ta'ala gesandt alles Barmherzigkeit für die Welten. Das heißt, nicht nur für die Muslimin, nicht nur für die Umma des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, sondern für alle Menschen und für die alle Djinn. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma sagte über diesen Vers, dass Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam für die Frommen, für die Tugendhaften und für die Sündern gesandt hat. Und sagte auch, derjenige, der an Muhammad sallallahu alayhi wa sallam glaubt, Allah subhanahu wa ta'ala wird für diese Person die Barmherzigkeit, seine Barmherzigkeit, seine Gnade sichern im Diesseits und im Jenseits. Heute hören wir vieles über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Leider, vieles, was gesagt wird über ihn, ist falsch. Man versucht, das Bild des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam schlecht darzustellen, so dass viele Muslimin und viele Nicht-Muslimin ein Urteil über unseren Gesandten sallallahu alaihi wasallam haben, welcher falsch ist. Wir werden heute versuchen, bi'idhnillahi azza wa jall, etwas zu reden über unseren Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Durch Geschichten, die in der Sira stehen, werden wir erkennen, wie war dieser Mensch wirklich. Wie ist er zu seiner Umma gewesen, zu den Muslimin gewesen? Und wie ist er auch gewesen zu den Nicht-Muslimin sallallahu alaihi wasallam? Wie ist er umgegangen mit den Menschen damals? Wie ist er umgegangen mit den Muslimin, Nicht-Muslimin, mit den gehorsamen Dienen Allah subhanahu wa ta'ala? Und wie war er zu denen, die ungehorsam waren, die sogar maßlos übertrieben haben? Die haben maßlos an Sünden übertrieben. Es wird überliefert, wir werden durch diese Geschichte insha'Allah Rabbil Alamin erkennen, wie barmherzig Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Eines Tages saß der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und rezitierte eine Ayah aus dem Koran. Dies war die Aussage von Isa alaihi salam, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt: In tu'adhibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Das heißt, ja Allah, ja Rabb, wenn du die bestrafst, dann sind das deine Diener. Du machst mit deinen Dienern, was du willst. Und wenn du denen vergibst, ja Allah subhanahu wa ta'ala, dann bist du der Allmächtige, der Allweise. Nach dieser Ayah, nachdem Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Ayah rezitierte, weinte er alaihi salatu wassalam. Er hat geweint. Er war sehr weichherzig alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam weint. Allah subhanahu wa ta'ala, der Allwissende, hörte, wie sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam geweint hat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles. Nichts kann sich vor Allah subhanahu wa ta'ala verbergen, jalla wa ala. Allah weiß, was war und was ist und was sein wird bis yawm al-qiyamah. Subhanahu, nichts kann sich vor Allah verbergen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jall schickt Jibril alaihi salam und befiehlt Jibril alaihi salam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu gehen. Jibril alaihi salam steigt herab und Allah befiehlt Jibril zu fragen: Frag Muhammad, ja Jibril, warum weint Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Was ist der Grund? Und Allah weiß es am besten, subhanahu wa ta'ala. Jibril alayhi salam fragt Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah fragt dich, ja Muhammad, warum du weinst? Was war die Antwort von Rasulullah sallam? Er hat nicht geweint wegen dieser Dunya. Er hat nicht geweint wegen Fatima, wegen seinen Kindern oder sein eigenes Ich. Sondern sallallahu alayhi wa sallam sagte, ja Jibril, Ummati, Ummati. Er weint um seine Umma sallallahu alayhi wa sallam. Um dich, um mich, um die ganze Umma, die frommen und die gehorsamen und die ungehorsamen Diener Allahs. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, was meinte damit Ummati, Ummati? Er trägt die Sorge im Herzen sallallahu alayhi wa sallam, was mit seinen Umma geschehen wird nach dem Tod. Was sie erwartet, weil Muhammad sallallahu alayhi wa sallam weiß, was uns erwartet, Yawm al-Qiyamah. Und weiß, wie gewaltig die Bedrängnisse von Yawm al-Qiyamah sind. Und weiß auch, sallallahu alayhi wa sallam, wie hart die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala ist. Dann, liebe Geschwister, stellt euch nur vor, wie ein Gelehrter sehr schön gesagt hat, wie sollen wir das Höllenfeuer Yawm al-Qiyamah aushalten, wenn das Höllenfeuer selbst, sich selbst nicht aushalten kann? Wie sollen wir das Menschen ertragen? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam will nicht, dass seine Umma ins Höllenfeuer landet. Alayhi salatu wa sallam. Er macht sich Sorgen um uns, liebe Geschwister. Jibril alayhi salam sagt, ja Allah, ja Rabb al-Izza, subhanahu wa ta'ala, sagt Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, weint um seine Umma. Seine Umma, die heute seine Sunna vernachlässigt. Seine Umma, die ihren Gesandten vergessen hat. Derjenige, der um sie geweint hat. Allah subhanahu wa ta'ala, jalla fi ulah, sagt, ja Jibril, geh zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sage Muhammad, verkünde ihn, inna sanurzika fi ummatika ya Muhammad, wa la nasu'uka. Wir werden dich in deiner Umma zufriedenstellen, ja Muhammad. Und wir werden dich nicht enttäuschen, ja Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wir werden dir nicht wehtun, ja Muhammad, indem wir deine Umma in der Hölle landen lassen oder in die Hölle schmeißen werden. Das heißt, Allah beruhigt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So war Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So viel Barmherzigkeit hat er für diese Umma getragen, dass er für sie geweint hat. Ein anderen Hadith, liebe Geschwister. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berichtet, am Tag des Gerichts, wo wir alle vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden. Kein einziger wird fehlen vom Anfang der Schöpfung bis zum letzten Menschen, der noch kommen wird. Menschen und Djinn, Shayatin, Satane werden anwesend sein. Die Engel, alle Arten von Tiere werden versammelt werden. Das ist Tag der Versammlung, an dem alle Geschöpfe vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden. Sogar Ameisen werden vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und werden zur Rechenschaft gezogen. Liebe Geschwister, Rasulullah sagt, in dem Moment, Allah subhanahu wa ta'ala ruft, ja Adam, Allah ruft Adam alayhi salam, der Erste, der sprechen darf, ist Adam alayhi salam. Adam sagt, labbayka, labbayka Rabbuna wa sa'dayk wal khayru bayna yadayk. Adam antwortet alayhi salam sinngemäß, zu Diensten, ja Allah, und zu Diensten, mein Herr, und das ganze Gute liegt in deinen Händen. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, ja Adam, hol aus deiner Nachkommenschaft die Höllenbewohner raus. Allahu Akbar. Adam alayhi salam lässt fragen, ja Rabb, welche sind die Bewohner des Höllenfeuers? Allah sagt, von jeder 1999 ins Höllenfeuer und nur einer ins Paradies. Stellt euch das vor, von 1999 und einer ins Paradies. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alayhi salatu wa sallam sagt, in diesem Moment, nachdem die Menschheit dies hören, Yawm al-Qiyamah, sagt, in dem Moment werden Neugeborene oder kleine Kinder vor Angst, aus Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, aus Angst vom Höllenfeuer, graue Haare bekommen. Jede Schwangere dort wird das fallen lassen aus ihrem Mutterleib, was sie in sich getragen hat. Der Grund ist das Entsetzen, die Angst, die die Menschheit beherrschen wird am Tag des Gerichts. Und diese Angst, liebe Geschwister, ist niemals zu vergleichen mit irgendeiner Angst, die wir im diesseitigen Leben empfunden haben.